Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Callisto Protokoll. In der letzten Folge sind wir ja ein bisschen unglücklich gestorben. Ja, wie? Sowas zum Beispiel. So, jetzt passen wir mal auf. 3 von 3. Haben wir jetzt 8. Genau, wir brauchen eine Sicherung. Da sehe ich jetzt auch liegen den einen. Verwandlungszeit, die ist immer kürzer, kann das sein? Also wenn du weißt, wo was ist, dann kannst du anscheinend einfach durchprügeln. Das ist sehr gut. Noch was raus oder was? Ne, ich krieg da nichts mehr raus, okay. So, wir brauchen jetzt eine Sicherung, ne? Bleibst denn du hängen? Der ist da oben an dem Typen hängen geblieben. Okay. Ja gut, aber wie komme ich jetzt an so eine Sicherung ran, ne? Muss ich nochmal zurückgehen? Oder muss ich die Sicherung von oben holen? Würde ja keinen Sinn machen, da wäre die Tür wieder zu, gell? Ah, warte mal, da. Sieht doch mein Äuglein was. Ja, okay. Genau. Und Jacob bleibt ganz ruhig. Da wird die Leiche weggezogen. Sag mal, wer ist denn hier? Der Doktor, du, oder? Wieso Danis Zustand wird immer schlechter? Sie ist Doktorin. Alter! Jetzt kommen die Biester wieder. Alles klar. Die sind ja irgendwie lustig, ne? Das war's dann aber auch schon wieder. Das ist doch jetzt die Abkürzung gewesen, oder? Ja. Wo
wo der Kasten für die Sicherung jetzt weg ist. Nee, der ist da hinten. Okay, passt. Die Torsicherung. Türsicherung haben wir. Da habe ich 0, 0, 0. Da wird es nochmal hochgehen. Schnell, Jack. Uns läuft die Zeit davon. Wir wurden behindert. Dr. T. Ich beeile mich doch schon. Von ihr hat man die zweite. Jawohl, die erste Nachricht. Subjekt 324-980 weist eine faszinierende Mischung von Merkmalen auf. Vor allem einen verstärkten Überlebenswillen. Extraktion und Aufnahme in das Programm wird empfohlen. So, wir haben jetzt die Sicherung. Anscheinend funktionieren hier auch die Kameras. Ja, weil woher weiß sie, wo wir genau sind? Kann sie uns anhand des Nackenscans, ja klar, nach Daten vielleicht. Es wird gespeichert, Gott sei Dank. Okay, da ist nichts drin. Sehr gut. Freie Auswahl. So. Sehr schön. Gut. Was mir aber einfällt, ist, wir haben jetzt 1,7, gell? Theoretisch müsst... Boah, 1000, Alter. Müssten wir die ja auch mal bauen. Dann haben wir die auch. Bestätigt. Höhere Magazinkapazität, Schaden, Stabilität und 4500. Das ist ja gar nichts, das ist ja nichts. Machen wir bei der ein bisschen mehr Schaden rein, ne? Ja, machen wir einfach ein bisschen mehr Schaden rein. Wird schon passen. Gut. Supi, dann wiesen wir gleich weiter. Zwischengeschoss. Ah, warte mal, ich wollte noch mal schnell gucken. Wie sieht denn die aus? Ist schon etwas anders. Sieht schon edel aus. So. Kann man lassen. Ist das dein Ernst? Warum? Warum stelle ich mir da Kisten hin und mit so einem Blödsinnsviehzeug? Ach, hier sind wir wieder. Ach, hier sind wir. Gespeichert. Weil hier müsste doch so ein Roboter sein. Oder auch nicht.
Also Trefferbild ist kacke. Sturmgewehr 21 nachladen. Wo ist jetzt die Kiste hin? Ist die an uns vorbeigeflogen? Okay. Ich habe eigentlich gedacht, hier wären noch diese Roboter, weil hier sind... Ach du Scheiße. Ein Ventilator. Muss ich ihn jetzt hin? Echt jetzt? Schon wieder? Boah, nee. Jetzt kommt der zum vierten Mal, dieses doppelköpfige Scheißviech, Alter. Oh. Das kann doch wohl nicht angehen. Töte den Zweiköpfer, Alter. Wie schlecht ist das denn bitte? Alles nachladen, was geht. Ich glaube, ich fange mit der hier an. Oder? Nee, warte. Von der habe ich leider nichts. Ja, ich fange mit der an. Hilft ja nichts. Leute. Und ich verstehe es nicht, warum es ruckelt. So, ich bin wieder hochkonzentriert. Sorry, wenn ich gerade wieder ruhig bin. Aber das hilft hier alles in diesem Spiel nichts. Man muss ruhig bleiben.
weil munitionstechnisch schaut das gerade ein bisschen mau aus. Schön, dass die Credits rumliegen. Munition. Scheiße. Kleiner Lauf. Ich habe gar nichts mehr. Das wird jetzt interessant. Wie kann ich den jetzt besiegen? Ah, das geht. Keine Munition mehr und ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ne? Außer mit irgendwelchen Gegenständen zu bewerfen. Boah, diese Pöbel-Dinger! Jetzt bin ich gespannt. Lass das gut sein. Nee, da müssen wir noch mal ran. Wo werde ich denn rausgeschmissen? Hier, okay. Alles klar, Freunde. Machen wir hier erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bei The Callisto Protocol. Ciao, macht's gut.